Jascha fragt. Hallo Hannes. Hallo Jascha. Ich habe da mal eine winzig kleine schöne Frage. Ja, bitte. Was hat das Ei mit Ostern zu tun? Das ist heute die wichtigste Frage überhaupt. Ich habe mir das überlegt, weil das O in Ostern so aussieht wie ein Ei. Gibt's dann überall Eier? Nein. Weil ein Stern wäre ja auch ein gutes Geschenk. Wegen O-Stern. Jascha, Sterne gibt's an Weihnachten. Heute gibt's eben Eier. Ja, aber warum? Okay, fangen wir mal so an. Was ist denn in einem Ei drin? Schokolade. Nee, was anderes. Nougat und Schnaps. Nee, bäh. Nee, was Lebendiges. Ach so, Also jetzt stell dir mal vor, eine Henne legt ein Ei. Ja. Und dann brütet die Henne das Ei aus. Ach so, ja. Ich weiß, es ist ein kleines, süßes Küken. Ja, richtig. Und so ein Küken ist ja was ganz Lebendiges. Und das piepst und fuselt die ganze Zeit rum. Piep, piep, piep. Ja, und das kommt aus dem Ei raus. Glaubt man gar nicht. Ein Ei schaut ja eher aus wie ein Stein. Deswegen muss man es an Ostern noch bunt anmalen, sonst würde es man ja gar nicht finden unter den Steinen. Richtig. Und was feiern wir an Ostern? Geburtstag vom Osterhasen? Oh ja, schade, das weißt du aber besser. Ich gebe dir mal einen Tipp. Jesus. Der war doch immer so nett zu allen Menschen und hat uns von Gott erzählt. Ah, geboren an Weihnachten. Da steht ja schon ein Ei drinne. Und dann war da was mit Karfreitag. Richtig. Gestorben am Karfreitag. Den Jesus haben sie umgebracht, weil er gesagt hat, dass Gott alle Menschen gleich lieb hat und man nichts dafür machen muss. Total gemein. Jetzt ist der Jesus tot. Da waren alle bestimmt ganz traurig. Das glaube ich auch. Die haben ja ihre ganzen Hoffnungen auf den Jesus gesetzt, dass er für Frieden sorgt und alle tröstet und jetzt war er tot. Und sie haben ihn in ein Grab gelegt und einen großen Stein davor geschoben. Hast du schon mal gemerkt, dass in dem Wort Stein auch ein Ei ist? Nö. Und in Karfreitag auch? Nö. Überall Eier. Vielleicht hat der Stein, den sie vor das Grab gelegt haben, auch wie ein Ei ausgesehen. Vielleicht. Weiß ich nicht. Und da wurde der Jesus wieder lebendig? Genau, er ist auferstanden. Als sie an Ostern nach ihm geschaut haben, war der Stein vom Grab weggerollert und im Grab drin war ein Engel. Und der hat gesagt, hier ist der Jesus nimmer, er ist auferstanden. Wow. Und deswegen feiern wir an Ostern, dass er nicht tot wie ein Stein geblieben ist, sondern wieder lebendig ist. Und mir fällt noch was ein. Kennst du das auch? Manchmal fühlt es sich an, wie wenn ein Stein in meinem Bauch drin ist. Wenn ich was angestellt habe oder wenn ich traurig bin oder wenn ich Angst habe. Das kenne ich auch. Kann der Stein noch wegrollern? Ja, auf jeden Fall. Der Jesus hat ja gesagt, dass nichts so schlimm ist, was wir angestellt haben, dass Gott uns nimmer lieb haben könnte. Und dass wir nicht traurig sein müssen, wenn jemand gestorben ist, weil die bei Gott wieder so lebendig sind, wie es dann der Jesus auch war. Und dass wir keine Angst haben müssen, weil eben Gott auf uns aufpasst. Weißt du was? Was? Ich esse jetzt jeden Früh ein Ei. Und dann denke ich jetzt jeden Tag an Ostern und das macht mich fröhlich. Tolle Idee. Mache ich jetzt auch mit. Tschüss, Hannes. Tschüss, Jascha. Frohe Ostern. Tschüss, Gott. Und frohe Ostern. Hast du auch noch eine Frage? Dann schreib mir einfach an frage@jaschafragt.de.